Hallo und herzlich willkommen bei Umarex TV. Mein Name ist Dominik Windmüller und heute präsentiere ich euch Teil 2 unserer Schreckschusswaffenserie. Und zwar handelt es sich diesmal um die Pflege und Aufbewahrung der Schreckschusswaffen. Viel Spaß! Bevor wir loslegen, fangen wir natürlich wieder mit dem Thema Sicherheit an. Heißt im Klartext, unabhängig davon, wer die Waffe in diesen Koffer gepackt hat, auch wenn ich es war und ich weiß, dass die Waffe nicht geladen ist, öffne ich den Koffer und stelle erstmal die Sicherheit her, indem ich die Waffe aus dem Koffer entnehme, den Lauf in eine sichere Richtung halte und den Finger hierbei vom Abzug lasse. Ich prüfe das Patronenlager, lasse den Schlitten einrasten und dann können wir anfangen. Viele von euch stellen sich natürlich berechtigterweise die Frage, warum sollte ich meine Waffe reinigen, pflegen und ölen? Ich gebe hierbei zu bedenken, wir sprechen hier von einem mechanischen System, das nur dann anständig funktionieren kann, wenn die Waffe frei von Schmauch und Schmutzpartikeln ist und alle Gleitflächen anständig geölt sind. Generell sollten wir so eine Schreckschusswaffe nach jedem Gebrauch reinigen, wobei wir hier natürlich auch bedenken müssen, dass es auch den ein oder anderen Nutzer gibt, der die Waffe nur einmal im Jahr und zwar zu Silvester aus dem Koffer rausholt, benutzt und sie dann wieder für ein Jahr in diesem Koffer lagert. Hierbei sollten wir uns an Reinigungsintervalle halten, zwischen 3 und 6 Monaten jeweils sind sinnvoll. Hier gibt es natürlich einige Pflege- und Reinigungsmittel. Wir empfehlen unser Walter Pro Gun Care Expert Spray für die Waffe an sich. Und für die Waffenteile unser Walter Pro Gun Care Kit. Hier enthalten haben wir zusätzlich nochmal eine Lederpflege, eine Kunststoffpflege und Holzöl. Bevor wir jetzt hier aber lange rumdiskutieren, würde ich sagen, zeige ich euch einmal, wie man die jeweilige Waffengruppe, einmal die halbautomatische Pistole und einmal den Revolver grundlegend reinigt. Hierbei räumen wir natürlich erstmal alles weg, was uns grundlegend erstmal im Weg liegt. Holen uns unsere Tücher dazu, einen Lappen und unsere Handschuhe. Um anfangen zu können, müssen wir natürlich die Waffe zerlegen. Wie ihr eure Waffe zerlegt, könnt ihr auf umarex.de unter der jeweiligen Artikelnummer zu eurer Waffe nachschauen. Das Griffstück selbst brauchen wir erstmal nicht. Wir widmen uns zuallererst dem Schlitten. Hier haben wir unsere Bürste und einmal das Reinigungsspray. Hierbei gilt es darauf zu achten, dass die Schlagbolzenöffnung gereinigt wird und der Schlitten von jeglicher Form von Schmauch befreit wird. Dann widmen wir uns dem Lauf, den wir erstmal von jeglicher Form von Schmauch befreien müssen. Hier gilt es, das Patronenlager nochmal besonders zu berücksichtigen und zu säubern, da es hier, wenn das nicht anständig gereinigt ist, ganz gerne mal zu Patronenklemmern und Auswurfproblemen kommt. Auch hier sollten wir dann den Hammerblock nochmal gesondert betrachten, da sich hier auch ganz gerne Staub und Schmutz jeglicher Art ansammelt. Zum Abschluss der ganzen Geschichte ölen wir das alles nochmal, wobei ich hier darauf achten würde, den Kunststoff nicht mit Öl vollzusauen, da der dann doch relativ schwierig wieder runterzubekommen ist. Hier ist es dann auch wichtig, darauf zu achten, dass man das Öl, soweit es geht, wieder von der Waffe entfernt, dass auch wirklich nur ein dünner Film auf den jeweiligen Teilen vorhanden ist. Auch auf dem Hammerblock sollten wir darauf achten, die Mechanik etwas zu benetzen.
Hierbei kommt es nicht darauf an, viel Öl in den Hammerblock zu sprühen, da das Expert Spray der Walter Pro Serie hervorragende Kriecheigenschaften besitzt und auch tatsächlich überall dort hinkommt, wo es gebraucht wird. Nachdem wir das alles erledigt haben, setzen wir die Waffe zusammen. Ich für meinen Teil bevorzuge hierbei die Verwendung von Handschuhen, schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil wir auf unseren Fingern immer etwas Schweiß haben, Fettreste etc. und natürlich so die Bildung von Flugrost etc. begünstigen würden. Zum Abschluss der ganzen Geschichte ölen wir die Waffe nochmal, wobei wir bei dem Modell darauf achten, den Kunststoff nicht mit Öl zu benetzen, da dieser nicht nötig ist an der Stelle. Dann nehmen wir uns den Lappen und befreien die Waffe weitestgehend nochmal vom Öl. Und so können wir die Waffe frisch gereinigt bis zum nächsten Gebrauch oder Reinigungsintervall in ihrem Koffer verweilen lassen. Da wir den Halbautomaten jetzt soweit abgeschlossen haben, kommen wir nun zum Revolver. Wie ihr hier sicherlich festgestellt haben werdet, haben wir hier den sicheren Zustand noch nicht hergestellt. Sprich, wir nehmen den Revolver jetzt einmal auf, öffnen das Patronenlager und stellen sicher, dass sich keine Hülsen im Patronenlager befinden. Der Revolver an sich ist in der kompletten Handhabung etwas einfacher. Wir müssen ihn nicht zerlegen. Wir müssen hier lediglich die Patronenlager und den Lauf reinigen. Und sind dann im Prinzip schon fertig mit einer kleinen Besonderheit, auf die ich aber gleich zu sprechen komme. Bei einigen Revolvern gibt es noch ein zusätzliches Loch am Gehäuse, was dieser Revolver hier jetzt nicht aufweist. Deswegen habe ich mir seinen kleinen Kollegen geholt. Auch hier stellen wir wieder die Sicherheit her. Und zwar befindet sich hier auf der rechten Seite ein kleines Loch. Für alle diejenigen, die sich bereits gefragt haben, wofür das kleine Loch hier gedacht ist, hierbei handelt es sich um eine Wartungsbohrung. Hier können wir das System, ohne die Waffe zu zerlegen, ebenfalls nochmal ölen. Den Erklärkollegen hier legen wir jetzt erstmal zur Seite, den brauchen wir erstmal nicht mehr. Da wir die Reinigung hier abgeschlossen haben, machen wir das gleiche Spiel wie eben schon mal. Ich ziehe wieder meine Handschuhe an. Und reinige die Oberfläche dann nochmal mit einem Lappen. Auch diese Waffe ist nun gereinigt und kann bis zum nächsten Wartungsintervall weggeräumt werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten wir die Waffe aber zumindest einmal im Jahr komplett warten.
Hierbei muss ich natürlich nicht extra erwähnen, für den Fall, dass ihr euch mit der Waffe nicht auskennt, zerlegt sie nicht komplett selber. Dafür gibt es Fachmänner, dafür könnt ihr uns die Waffen einsenden. Wir übernehmen die Wartung für euch und senden euch die Waffe natürlich dann rechtzeitig vor Silvester wieder zu. Wegpacken ist allerdings nicht gleich wegpacken. Wir müssen uns hier natürlich im Vorfeld damit beschäftigen, wo lagern wir die Waffe, wie lagern wir sie und vor allem, wie lagern wir die Waffe gesetzeskonform. Die Gartenlaube, der Keller und der Dachboden sind hierbei nicht unbedingt die besten Lagerorte, wobei es hier noch nicht mal um die gesetzeskonforme Aufbewahrung geht, sondern eher um äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit und Hitze. Sondern an einem trockenen Ort mit konstanter Temperatur. Wollen wir die Waffe gesetzeskonform aufbewahren, müssen wir natürlich sicherstellen, dass sie vor dem Zugriff unbefugter Personen geschützt ist. Hierbei möchte ich nochmal separat auf das Thema Munition zu sprechen kommen. Diese muss nämlich getrennt von der Waffe aufbewahrt werden und darf sich nicht im selben Behältnis befinden. Hierbei ist es nicht relevant, ob ein Magazin ungeladen in der Waffe liegt. Das stellt rechtlich gesehen kein Problem dar. Hierbei muss wirklich darauf geachtet werden, dass die Munition sich außerhalb des Koffers oder des Aufbewahrungsortes der Waffe befindet. Hier gilt es nun sicherzustellen, dass die Waffe vor dem Zugriff unberechtigter Personen geschützt ist. Hier gab es Mitte 2017 eine Gesetzesänderung, da bis dato nicht klar formuliert war, wie die Waffe aufzubewahren ist, hat man den Gesetzestext etwas geändert, damit wir nun eine klare Formulierung haben. Und zwar schreibt uns der Gesetzgeber jetzt vor, dass die Waffe in einem verschlossenen Schrank aufzubewahren ist. Verschlossen heißt in diesem Fall abschließbar und abgeschlossen. Das war dann aber auch schon Teil 2 unserer Schreckschusswaffenserie. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal abonniert. Ich für meinen Teil werde jetzt noch ein bisschen Waffen putzen. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Bis zum nächsten Mal, euer UmaRex TV-Team. Ciao.